Sagt Reb Shimon bei Yechoye, as kol mokim shigolu shchino imohem, as nid der Pshat chas v'sholem, as ayir gefind sich in Golus, und der Rebischter gefind sich in sein Palace in der Himmel und guckt zu von eben, wo er tut sich mit Aiden unten und gibt ein Bruch ist, sagt Reb Shimon bei Yechoye, nie das in der Luft zu. Der Ruf zu ist, dass der Ewigster gefühlt sich und dort, wo sie gefühlt sich, jeder Ried. Und bis jetzt, hier gefühlt sich in Golus, ist China im Moher. Gefühlt sich dort der Ewigster zusammen mit ihm in dem Golus. Kniet er gefühlt sich dort. Wie ein Seitiger Ingen, nur er gefühlt sich dort in einem Neffen, was beholt zu Rossum, leid Zor. Bishas Aiden wird eng, nachmals der Minne von Golus, zieht es über der Engkeit in Ruchnis oder auf viele Begashmius, ist auch damals, sagt der Ebischter, als er hat dieselbe Leiden, mit dieselbe Schwerkeit, mit dieselbe Engkeit, wo das jetzt so rauskommt. Von Aiden, bei Golus, was für ein Golus soll nicht sein, sie das Erden, oder wie der rechte Golus in Bovel, ist beholt zu Ross und Leitzor, wo der Funde sich verstandig, auf wie viel Behörde sie Jua, die Hilfe von den Ebersten, auf Hieber kommen die alle Schwierigkeiten, worin der Ebersten sich qua Jochla reingestellt, als hat dieselbe Schwierigkeiten und war doch verstandig die Stadlos von den Mäbischten, an die Gejule soll kommen, was frieren. Sie darf aber sein, beholt zu Ross und Leitzer, als soll eng machen, echt Aiden, als soll schreien, ad Mosser, wenn sie kommen, die Gejule, und der Mäbischte wird der Riss von Golus. Und mitnehmen mit sich und alle Jiden werden nach Riss von Golus.